Hallo und recht herzlich willkommen zu Emergency 20. Ich bin's Jan und heute starten wir auch mal mit anderen Kategorien hier auf diesem neuen Zweitkanal. Ich will nämlich generell mehr in die Simulation reingehen und wie ihr seht, ganz authentisch. Wir haben hier sogar, wie man es immer mal wieder sieht, einen Frontblitzer. Wir haben ja mit der Technik, die zur Verfügung steht, quasi die Einsatzlichter nachgebaut einmal. Und wir starten rein. Wir werden jetzt jeweils pro Folge einen dieser Einsätze abarbeiten. Und wir fangen heute mit Straßenrennen an. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen mit Blaulicht rein. Straßenrennen. Aus dem Jahr 2005 kommt dieser Einsatz. Okay. Na da bin ich ja jetzt mal gespannt. Übrigens, die Mucke geht schon richtig ab. So, es geht los. Ja, jetzt sehen wir erstmal das Straßenrennen. Das ist auch richtig, dass das Blaulicht noch aus ist. Übrigens, für alle, die es interessiert, ich spiele das Ganze blind. Also ich habe das früher... Start des Straßenrennens verhindern. Ach du Scheiße. Funkstreifenwagen. Okay. Brauchen wir doch schon Blaulicht. Okay. Ja, verhindert haben wir es jetzt noch nicht wirklich. What the... Was? Kann er nicht geradeaus fahren? Okay, wir haben... Oh, scheiße. Was haben wir denn? Tanklösch, Rüstwagen. Holen wir mal, zack. Rettungstransporter, ja. Okay, wir haben nicht so viel wie zum Beispiel im freien Modus. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht könnte man sogar für den freien Modus auch... Was so ein... Boah, das ist ja dunkel hier. Ich muss einmal in die Einstellung reingehen. So, ich habe das jetzt auf die höchste Helligkeit gestellt, weil... Ohne Witz, Leute. Ich weiß nicht, ob das... tatsächlich auch wirklich nur an meinen Scheinwerfern liegt, die natürlich es an sind. Oder dann doch daran, dass das Spiel so dunkel ist. Ich glaube ja, es liegt daran, dass das Spiel so dunkel ist. So, ach das, alles klar. So, dann fahren wir mal weg, damit wir an unsere Einheiten rankommen. Wobei, wir müssen... Wie geht denn das nochmal? Also wie gesagt, ich spiele das Ganze blind. Ich habe den letzten Teil, den ich gespielt habe... aber auch nur so ein paar Stunden, war Emergency 2016. Aber ich habe die Emergency-Teile, ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ah, da wird noch was gelöscht. Es ist gut, dass wir das alles... Oh, was? Ach du Scheiße. Ach du... Scheiße. Lösch das! Okay, was geht's? Ihr Idioten. Achtung, unser Notarzt. Erwarte Befehle. Ah, dammit. Wo ist... Was geht's? Ah, der hat den da jetzt rausgezogen. Okay, perfekt. Es ist immer noch sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. So, bist du jetzt wieder bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Was machst du da? Was macht der da? Holt der da noch wen raus? Nee. Jetzt ist er wieder... Muss der nächste gemacht werden? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Okay, der behandelt den weiter. Okay. sehr gut. Höre. Hä? Wieso? Ah. Was geht's? Ich hole mir mal mit dem hier auch was, weil da muss doch eigentlich... auch ein Typ drin gewesen sein. Ist ja nicht, also sie sind auf jeden Fall nicht sehr weit gekommen. Die Polizisten, die wir hier geholt haben, die können wir auch direkt wieder irgendwie... Behalten Sie flüchtige Gangster stets im Auge. Versuchen Sie ihnen den Weg abzuschneiden und nehmen Sie sie so schnell wie möglich fest, damit sie nicht entkommen können. Deswegen. Dann machen wir das direkt nochmal. Alles klar. So, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Jan. Ja, dann funktioniert es auch. So, machen wir hier mal direkt. Ach, okay. Ich dachte wirklich,
die Sequenz startet, wenn man die holt, aber ganz so schnell geht's dann doch nicht, okay? Das heißt, das ist eine erste Sache, die wir direkt mal machen müssen. Mit den beiden Funkstreifenwagen hier hinter diesem Idiot hinterher. Das geht ja gar nicht klar. So, und dann diese beiden Löschfahrzeuge. Auch ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir die direkt holen. Oh, der ist außer Puste. Das ist ja perfekt. So, was können wir denn jetzt mit dem machen? Was gibt's? Was haben wir denn? Pfefferspray oder sowas in der Richtung. Jawohl. Ist in Arbeit. Was geht's? Oh, jawohl. Da hat ein Wackelpeter. Was geht mit ihm? Höre. So. Höre. Handschellen. Nimm den fest. Das heißt. Ja. Ah. Komm schon. Höre. Die können wieder einsteigen. Jawohl. Die löschen da schon. Jawohl. So. Mit unserem Notarzt dieses Mal ein bisschen mehr aufpassen. Zack. Die können schon wieder ins Haku. Der kann einsteigen. Was gibt's? Okay. Der packt da die Person rein. Abschleppfahrzeuge können wir auch schon zwei holen. Die stellen wir da auf der Kreuzung ab. Die können aussteigen. Ah, guck mal, das läuft doch. Einmal ein bisschen einarbeiten und... Jawohl. Ja, wenn der einsteigt. Okay, hat er gemacht. Hat er gemacht. Bin bereit. Perfekt. So, der kann direkt den da aufnehmen. Dann lasse ich die jetzt auch aussteigen. Aha, siehst du mal. Jetzt ein bisschen mehr hier Notarztzeugs hätten, dann würde das noch ein Ticken besser funktionieren. Das heißt, die beiden können wir auch schon wieder ins Haku schicken. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man den Rüstwagen braucht oder ob die Feuerwehrmänner von einem anderen das auch hätten tun können. Egal. Nicht so wichtig. Was gibt's? Der fährt automatisch, perfekt. Der kann den hier nehmen. Und der ist auch gleich fertig. Okay. Kann auch gleich schon wieder zurück, das bedeutet... Das geht hier alles schneller als gedacht. Wie gesagt, ein paar mehr Notfall hier, so RTWs, ne? Und dann würde das alles ganz, ganz schnell funktionieren. Bin bereit. So, du kannst einsteigen. Wird erledigt. Ab ins Haku. Was geht's? Die hier können eigentlich direkt weiter behandeln. Soll ja keiner sterben. Und die bringen die automatisch gleich zurück, wenn die im HQ waren, können wir dann die neuen holen. Und dann haben wir es, glaube ich, schon. Dann haben wir... Was gibt's? Machen wir das automatisch? Okay. Schauen wir nicht. Ja, wird gemacht. Brände löschen, 0 von... Oh, was? Hat keiner gesehen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Alles klar. Was ist das denn? Opfer, okay. Achtung, ach. Unser Notarzt befindet sich in Gefahr. Ja? Geh da weg. Geh da weg. Hä? Das war doch... Was ist das denn jetzt? Sofort. Was geht's? Jawohl. Ja. Oh, Scheiße. Okay, da, Hallo, willst du... Ja? Du sollst da weggehen, habe ich gesagt. Kann doch wohl nicht sein. Höre. Erwarte Befehle. Hat der da jetzt schon? Weil er dieses Feuerzeichen über dem Kopf hat, ist der da jetzt schon verletzt worden? Von nee. Unser Notarzt wurde verletzt. Oh, was ein Idiot. Okay, dann holen wir aber mal einen Rüstwagen und löschen von der Seite auch noch. Das. Alter, ist das jetzt sein Ernst? Wirklich. Geht da mal weg. Was gibt's? Holt den da. Oh. Wirklich, was für ein Idiot. Vielleicht habe ich keine Notärzte mehr, mit denen ich behandeln kann.
wenn die so weitermachen. Sie haben zu viele Einsatzkräfte verloren. Sie können den Einsatz nicht mehr erfolgreich beenden. So, den schicken wir direkt mal präventiv dahin. Kann ja jetzt echt nicht wahr sein. So, ich sage immer, alle guten Dinge sind drei. Und das werden wir jetzt hier auch zeigen. Also, ganz wichtig, Tanklöschfahrzeug, damit sich das hier gar nicht weit ausbreiten kann. Bin dabei. So, wo ist die Polizei? Die Polizei ist da. So, der ist außer Puste da. Und jetzt alles nach einem anderen, ne? Also erstmal wirklich den Brand da löschen. Die krepeln da schon irgendwie nicht ab, keine Ahnung. Ja. Ist in Arbeit. Zu Befehl. So, hol den, du kannst da einsteigen, dann fahren wir schon mal in die Nähe. Und währenddessen da hinten jetzt ordentlich gelöscht wird. Feuerwehrrüstwagen können wir auch schicken, die können dann gleich auch mitlöschen und den Typen da rausholen. Noch. Doch, das Ganze. Es brennt schon direkt von Anfang an das ganze Ding, okay. Das ist gut zu wissen. Hilft mir aber auch nicht weiter. Alter, was? Die boxen sich? Sprüh den Typen, Alter. Okay, aussteigen. Fährst dahin. Erwarte Befehle. Der holt sich das Ding. Und der darf so ein Schuss holen. In Ordnung. Wird hier mal richtig gelöscht. Erwarte Befehle. So, der braucht jetzt irgendwo einen Hydranten, ne? Wenn er das hat. Hat er das? Man sieht das gar nicht. Ist in Arbeit. Okay, scheinbar muss er nicht wie früher da irgendwie draufdrücken. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Die machen das so, okay. Also, der hat jetzt hier nichts mehr zu löschen, dann löscht du da. Ist doch logisch. Wieso macht er das nicht von alleine? So, der löscht auch schon da. Der kann aber eigentlich da auch schon löschen. Dafür muss er erstmal umschrauben, aber das ist okay. Das darf er machen. Ah, jetzt brennt das auch schon wieder. Ja. Lösch das. So, der darf sich jetzt auch einen Schlauch holen. Der löscht das und dann haben wir es ja irgendwie auch irgendwann. Ah, Kacke. Was gibt's? Alles klar. Warte, was ist das denn jetzt für ein Auto? Wo kommt das denn jetzt her? Mann. Kein Problem. Erwarte Befehle. So, du darfst das löschen. So. Also, eins nach dem anderen. Also, wir holen schon mal drei. Die packen wir wieder dahin. Der kann auch gleich direkt schon abtransportiert werden. Der theoretisch auch. Das dürfte dir eigentlich nicht in Gefahr bringen. Bin bereit. So, der löscht da auch. Hat es fast fertig gelöscht. Und das ist auch am Zurückgehen. Das ist auch am Zurückgehen. Das ist doch schon mal schön. So, der letzte Ankommende darf den hier schon abschleppen. Ja, ja. Die holen wir doch jetzt auch. So, das... Nee, ist es immer noch nicht gelöscht. Junge, wie lang dauert das denn? So, du, bevor du gar nichts machst, gehst du nach da und löscht. So, ihr dürft aussteigen. Und die Notärzte, du machst den hier. Und du machst den hier. So weit weg wie möglich vom scheiß Feuer, Alter. Das hier will auch einfach nicht ausgehen, kann das sein? Jetzt ist es aus. Jetzt löscht er das mit. Die Gebäudehälfte ist auch aus. Die ist gleich aus. Ah, jawohl, endlich, ey. Das bedeutet, der hier kann mit abgeschleppt werden. Das Fahrzeug kann auch schon mit abgeschleppt werden. Geht doch. Das brennt nicht, das brennt auch nicht. Brände löschen. Oh, es hat funktioniert. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Kein Problem. Du darfst ins Auto. Du darfst auch ins Auto. Du darfst nach Hause fahren. So, also jetzt diesmal war alles. Behandeln Sie verletzte Personen immer so schnell wie möglich.
Die Opfer werden mit der Zeit immer schwächer und sterben, wenn sie nicht rechtzeitig versorgt werden. Digga. Okay, letzter Versuch jetzt. Klar. Also es war schon nicht schlecht an sich. Das einzige Problem ist... Ah, ich wollte da noch Feuerwehr hinschicken. Das einzige Problem ist irgendwie, dass... kann man das überspringen? Nein, kann nicht. Das einzige Problem ist... Ich wollte jetzt meine Sicherheitsleute da nichts riskieren lassen. Ich hätte die mit der Feuerwehr wegholen müssen. Das hätte ich machen müssen. Verdammt. Ja, egal. Ja, nicht so wichtig. So, Tanklöschfahrzeuge dürfen direkt herkommen. Wo bist du? Du bist da. Da fahren wir dorthin. Die holen wir diesmal auch direkt. Wird erledigt. Den Rüstwagen holen wir auch. Okay. Zack. Ja, wird erledigt. Du darfst aussteigen. Bin bereit. Darfst dir Pfefferspray holen und den einmal ins Gesicht sprühen. Danke sehr. So. Dann holen wir davon schon mal zwei. Bin bereit. Du fährst dahin. Die beiden löschen erstmal das, nämlich das ist das Wichtigste. Wobei. Nein. Du löscht schon mal das, weil das ist nämlich fast aus. Bin bereit. Du darfst das Fahrzeug schon abschleppen. Ihr dürft aussteigen. Die dürfen auch aussteigen. Hier ist auch einer drin, der aussteigen darf. Der holt jetzt die Typen hier weg. Währenddessen der befreit, der löscht. Boah, guck mal, jetzt... Guck mal, da sind wir für die nächsten Einsätze hier richtig gewidmet. So, naht. So, zack. Da dürfen die gleich behandeln. Was gibt's? Der schneidet auf. Der hier löscht. Das ist fast aus. Das ist auch fast aus. Das bedeutet kaum noch Gefahr. Alter, willst du mich verarschen? Wieso brennt das denn jetzt? So, die können den da wegholen. Der hier kann auch schon wieder ins Auto und sofort. Bin bereit. Die fangen jetzt an zu behandeln. Endlich! Boah, kann echt nicht wahr sein. So, das löscht das. Das ist fast aus. Der hier holt sich auch so ein. Was gibt's? Der packt den nach dort. Der... Ah, ist außer Gefahr, sage ich jetzt einfach mal so. Die behandeln. Die können schon mal näher kommen. Bin bereit. Bin dabei. Aller Anfang ist schwer, Leute. Aber... Okay. Das macht sich schon alles, wie ihr seht. Hatte ich den jetzt auch schon löschen gehen geschickt oder so? Ja, der macht auch schon irgendwas automatisch jetzt. Wobei der eigentlich... Der hier macht nichts, das ist auch schön. Jawohl. Erwarte Befehle. Viele sind da drin, ein Platz ist frei, das bedeutet, der gehört dazu. Was gibt's? Abtransportieren. Was gibt's? Auch abtransportieren. Ja, machen wir. Die beiden löschen das. Ja. Das Fahrzeug löscht mit das. Boah, Leute, also jetzt ist es gleich fertig. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Jetzt nur noch das, die dürfen schon mal einsteigen. Okay. Die behandeln das und dann, oh, es ist soweit. Jawohl, so. Ja. Die können in Saku und diesmal muss ich wirklich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich die schon wegschicke. So, zack. Die auch. Jawohl, da kann ich beide schon wiederholen und dann... Gott sei Dank. Ihr armen, armen. So, überfahrt ihr jetzt mal nicht. So, du kannst einsteigen. Du steigst hier ein. Du holst den. Zack, und die holen den. Erwarte Befehle. Und dann haben wir's. Der erste Einsatz, erfolgreich mehr oder weniger abgeschlossen.
Ihr werdet auch schon in diesem Video bemerkt haben, ich schneide ab und zu. Nicht ganz so viel wie natürlich auf dem Hauptkanal. Aber auch für alle neuen Zuschauer, ich bin nicht der Fan von einfach aufnehmen, Aufnahmetaste drücken und dann Aufnahmetaste zurück. Also ich hatte schon einen gewissen Anspruch an die ganze Sache, um den Unterhaltungswert natürlich auch möglichst hoch zu halten. Und falls ihr ja noch andere Vorschläge für Spiele habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Morgen sollte schon hervorragend Spintires Mud Runners auch kommen auf dem Kanal und eine neue F1. So, erfolgreich abgeschlossen, mehr oder weniger zumindest erfolgreich. Effizienz. Ja. Bronzemedaille. Naja. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, gebe ich zu, hier im ersten Job. Aber ganz schlecht war es nicht. Tja, und damit bedanke ich mich für die Erstfolge Emergency 20. Jeden Tag kommt jetzt eine neue Folge und ja, morgen ist Brandstifter dran. Ich freue mich schon drauf. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt auch gerne machen. Haut rein. Ciao.